Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chrono Trigger. In der Zukunft sind wir und wir haben in der letzten Part die wertvolle Information bekommen, wozu dieser Anhänger der Prinzessin gut ist, den wir schon die ganze Zeit mit uns rumtragen und mit dem wir die Portale öffnen. Nun, wir haben da diese merkwürdigen Tiere gehabt. Mysterious Still Keeps It Shut, erinnert euch? Nicht mehr. Der Anhänger beginnt zu glühen. Nun, ein Hai ist er? Golden Stud, was ist denn Golden Stud? Und da war doch was. Magiekapsel, die muss ich alle irgendwann mal benutzen. So, dann schauen wir mal, was ist dieses Golden Stud, das wir da hatten. Das ist auf jeden Fall wohl entweder eine Waffe oder eine Rüstung. Wahrscheinlich hier, da haben wir es. Uff, das ist ja genial. Richtig tolles Item. So, wer wird das denn, das war's gelistet. Wer wird das denn jetzt mal anlegen? Ich bin schon wieder falsch, wo war Equip? Ja, hier bei den Waffen. Würde sich eigentlich bei einer Magierin lohnen. Aber gerade haben wir keinen Magier dabei. Ja, da wird bestimmt wieder irgendwann Marley mitnehmen, bis sie es bekommen. So. Gehen wir zu der anderen Tür, denn das wird diejenige sein, die eigentlich die Gemeinde war. Übrigens müssen wir jetzt auch diese Truhen aufbekommen, die hier überall waren, aber da kümmern wir uns noch drum. So. Bunker da oben. Jauf. Oh, das war doch nicht die richtige Tür. Ein Edlowing Top. Ein Highesser. Workman's Wallet. Na, dann gucken wir mal wieder, was das alles ist. So. Was ist dieses Lapis? Oh, cool. 200 HP für alle. Wir haben keine neue Waffe. Das ist bestimmt wieder. Ja, diese Dinger. So. Workman's Wallet. 20 XP und der G. Okay, das ist gut, um Geld zu farmen. Success Rate of Charm. Ich weiß gar nicht, wer Charm benutzt. Kann sein, dass es Eiler war. Na gut. Wo waren noch mehr von diesen Türen gewesen? Ich hätte jetzt echt gedacht, dass es diese Türen gewesen wären, aber da waren jetzt nur. Obwohl, ich gehe jetzt nochmal zu dem ersten Dom und guck mal, ob da irgendwelche versteckten Gänge waren noch. Sonst müssen wir weiter gucken. Was steht hier eigentlich rum? Jetzt ist die Tür jetzt wieder zu. Also hier geht es eindeutig nicht weiter. Hier gab es nur diese Truhen, obwohl es ja auch ganz toll ist. Und zack. Dann wollen wir mal. So. Und hier der Banker Dome. Da ist auf jeden Fall das Gate, da können wir zu End of Time und, glaube ich, ein bisschen abkürzen. Hier ist jedenfalls noch so ein Rad. Nee. Das war eine andere Tür der Zukunft gemeint. Ich meine, Robo hat ja darüber geredet, also muss es wohl in seiner Nähe gewesen sein. Also wahrscheinlich Richtung Dockfoto da oben. Wo war das, die Foto da oben? Jawohl. Ach, jetzt haben wir die Lichtsäule auch mal in der End of Time, weil wir sie endlich mal dadurch betreten haben. Also hier nicht. Ich schau nach diesen Türen. Ich erinnere mich jetzt wirklich nur an die beiden Domes, ganz sicher. So, wir haben hier natürlich noch die Factory. Da könnten wir natürlich mal nachschauen. Na toll, wir haben einfach nur einen Gegner herbeschworen. Weil ich weiß gerade echt nicht, ob wir in der Factory solche Türen hatten. So, wir gehen mal kurz gucken. Ja, ich lasse mir mal kurz in Ruhe. Wenn, dann erwarte ich sie sowieso nur hier. Hier war der Speicherpunkt. Hier geht's dann runter.
war ja die Stelle, wo dann die ganzen Roboter gewesen sind. War hier noch irgendwo eine dieser Türen gewesen. Wir hatten einen kurzen Teaser bekommen, wo wir gesehen haben, wie Robo diese Türen anschaut. Ab da unten stehen wir runter. Aber ich weiß jetzt echt nicht mehr, wo diese Gegend gewesen ist. Weiter. Das ging wohl auch hoch jetzt. Zack. Nö, also hier scheint es nicht gewesen zu sein. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ich hätte jetzt echt hören können, dass es die Türen in den Domes gewesen sind. Egal, die finden wir schon. Ich bin jetzt echt am Überlegen, wo wir mal nachschauen könnten. Das war noch absolut hier gewesen. Das, Moment, es gab, glaube ich, noch einen Dome. Aber erstmal müssen wir hier heraus. So, hoch mit uns. So, ab. Zack. Zwei Domes gehabt. Genau, der da noch. Den ich da unten sehe. So, wir versuchen es wieder, indem wir hier dieses Spiel machen. Mal gucken, ob es klappt. Oder ob wir zu Fuß gehen müssen. Jo, bin ich vor mich. Das ist hier übrigens gar nicht so leicht. Eigentlich will ich den nach vorne bringen. Volle Konzentration hier. Ich glaube, mit dem Steuerkreuz ist es sogar ein bisschen leichter, gerade als mit dem Pad. Shit. Habe ich meinen Boost auf. So, jetzt. Shit, verloren. Ja, nochmal. Aber ich habe das Gefühl, man kann ja auch zu Fuß gehen, wenn man das verhaut. Von wegen, deine Großmutter ist schneller als wir. Wir haben nur ganz knapp verloren. Außerdem warst du uns die ganze Zeit hier in der Nähe. Zack. Hier lang. Echt, wo war diese Tür gewesen, um die es geht? Wenn es der letzte Dome nicht war, bin ich ein bisschen verwirrt. So, erster. Ohne den Boost kann man das Ding bestimmt nicht gewinnen. Ha, cool. Ich hab nicht gemerkt, dass wir schon da sind. Ja, es ist mir gerade wurscht hier. Hinaus. Das ist der Brunnen Sewers. Aber Stone, genau. Hier war ja komplett verlassen, wenn ich mich recht erinnere. Ah nee, doch nicht. Da gibt's ein paar Leute. So, gab's hier eine der Türen? Zumindest nicht hier. Dann war es die bestimmt unten. Ah ja, aber sie reden über diese Tür. Das heißt, es gibt eine. So, hier unten. Gehen wir hin, wenn wir hier lang geraten. Das war hier. Muss mir hier nicht einen Code eingeben, an den ich mich gerade nicht erinnere. Echt, wo war diese Tür? Oben war sie nicht, da bin ich mir jetzt sicher. Da haben wir doch eben nachgeschaut. Ich guck nochmal. Bin mir jetzt ganz sicher gehen. Hier ist Speicherpunkt. Was habt ihr noch sozusagen? Ja, die sagt genau dasselbe. Ich wurde hier durch die Sewers. Oh, sieh mal einen an, der Samen ist gesprossen. Schön.
Ja, wir wollen diese Tür finden. Tür mit der Rune. Da ging es raus, stimmt's? Gut, das kann nur bedeuten, dass er sich da unten irgendwo befand. Gott, das ist schon so lange her, dass ich mich nicht wirklich erinnere, wo genau die Tür hier diesmal war. Nun gut, ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal, ob sie hier war. Das war irgendwie Sackgasse. Da erinnere ich mich noch dran. Weil hinter der Tür, was da hinter der Tür ist, das weiß ich noch. Das verrate ich jetzt natürlich nicht. Da ist immer noch diese Ratte. Und hier lang. Dort. Und hier. Okay, hier waren wir ja bereits. Das heißt, sie muss auf der anderen Seite gewesen sein. Wenn sie da immer noch nicht ist, bin ich echt beleidigt. Weil es ist jetzt wirklich der letzte Ort, wo noch so eine Tür sein kann. Muss ich sogar noch darüber reden. Ja, okay, das hatten wir auch schon gelesen. Wir hatten sie auch schon gefangen. Und wäre ich hier lang? Nö. Das heißt, naja, die Robots sind ja keine Herausforderung mehr für uns. Wir gehen dann hier durch. Da kann ich eigentlich nichts mehr machen. Ja, ist gut. Wir kämpfen fix. Ach ja, das waren ja die Exterminators. Aber die sind halt gleich tot hier. Bitte lass diese Tür hier am Ende sein. Hier nicht. Hier lang. Diese Beetles, um die muss ich mich jetzt auch kümmern. Damals hatten wir noch keine Magie, also können wir die alle mit den Waffen schlagen. Ja, Mist. Ui, hat das wehgetan. Lasst uns doch einfach nur hindurchgehen. Fein. Hey, wieso komme ich hier nicht hoch? Achso, hier muss ich lang. Schön, dass wir jetzt an denen vorbeigekommen sind. Ja, mach doch nicht so einen Lärm, der Roboter. Boah. Ja, jetzt müssen wir kämpfen. Doch schön, dass er die Ratte angreift. So, weg mit dem Exterminator, weg mit der Ratte. Aber doch noch eine, oder? Ja, ganz da hinten. Wie hat Romo die überhaupt getroffen? Güte. Sind das die Roboter, die diesen Sound machen? Ah, da hinten ist die Tür. Das muss jetzt aber die richtige Tür sein. Hoffentlich kommt da kein riesiger Boss vorne dran, so ist, muss ich gegen dich kämpfen. Mission 2.0. Ist doch nicht so advanced Robo hier. Ja, ein TP gekriegt. Der lernt hier gerade überhaupt nichts. Wenn ich hier lang gehe, komme ich dann Richtung Tür raus? Ich glaube schon, jawohl. Jawohl. Das war ja immer noch nicht die richtige Tür, hä? Aber wir haben was Tolles bekommen. Die Luminous Robe, ich glaube. Ich erinnere mich an die. So, dann wollen wir mal wieder gucken, was wir hier haben. Magic Defense, ich habe gedacht, die wäre auch sowas wie Licht. So, wir hatten hier noch mehr Sachen. Boost maximal der AP, Accuracy bis 10, nicht schlecht. Nur noch nicht. Ja, it's empty. Was genauso empty ist, ist meine... Hä? Was ist denn jetzt die richtige Tür, verdammt? Dann gehen wir jetzt hier mal raus.
Moment, da ist ja noch eine Tür. Vielleicht gab es da hinten dran noch eine. Jo, jetzt müssen wir kurz gegen dich kämpfen. Ich bin langsam echt verwirrt, welche Tür noch. Wir haben jetzt alle geöffnet. Was soll denn die richtige Tür sein? Aber da hinten bin ich mir doch ziemlich sicher. War bloß die Sache, wo wir das mit Lamos rausgefunden haben, oder? Ja, stimmt, wir waren ja außerdem schon hier drin gewesen. Ich sei jetzt wirklich verwirrt. Ich war doch jetzt überall. Die Türen sind eindeutig nur in den Domes gewesen. Ansonsten werde ich nach dem Partner gucken, wo genau bei seinem Rückblick wohl gesehen hat, wo das gewesen ist. Jetzt habe ich echt überhaupt keine Ahnung mehr, wo ich noch nachgucken soll. Ist doch nett. Es gab nicht mehr Türen. Wir waren im ersten Dom, wir waren im zweiten, im Vorführdom gab es da auch keine. Und schön, wenigstens ein Level-Up zuvor gehabt. Ja, jetzt müssen wir wieder kämpfen, verdammt nochmal. Verschwindet einfach. Ich mache mir immer noch Gedanken, wo diese Tür sein soll, die wir suchen. Und wir kriegen all diese Items, die wir nicht brauchen. So, raus hier. Wo war diese Tür? Nun gut. Hier gab es keine. Wenigstens haben wir viele tolle Items bekommen. Zack, ich bin hier raus. Ich will abspeichern. Und dann erstmal den Part beenden, weil ich mir jetzt nämlich dann mal mein altes Video angucken muss, wo diese Tür gewesen ist. Oder muss ich jetzt etwa hier rein? In die Abaddon Sewers. Ich fürchte es. Okay. Erstmal speichere ich ab und beende den Part, weil wir haben jetzt eh fast keine Zeit mehr. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.